Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar Planet Zoo. Ja, wir erstellen erstmal einen neuen... Was ist das denn? So, Teenager. Oh Gott. Warte, was gibt's denn hier alles? So, also ich bin ein totaler Noob hier. Ich habe das die Beta nicht spielen können, weil ich die normale Version vorbestellt habe und nicht die Deluxe Edition. Na komm, das ist doch. Die ist doch fein. So. Brille, nee. Shirt. Ah, man kann das noch färben. Das ist natürlich cool. Wir machen ein... Kann man die Haare färben? Also... Nee, die Strähnen kann man nicht machen, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Hier nochmal. Dann machen wir dunkelblau. Das lila. Hä, das ist doch kein Schwarz. Das ist ein bisschen pastellig, weil... Ah, man kann das... Ach komm, das ist nicht schwarz. Naja, egal. Dann ist es halt ein bisschen... mir das. Dann Hose. Ich mache eine Hose. Ja, meinetwegen. Das ist dann schwarz und das nicht, oder? Naja, egal. Hut. Oh, bitte nicht. Ja, komm. So. Dann lege das Hauptquartier deines Avatars fest. Das Hauptquartier ist der Ort, an dem andere Spieler deinen Avatar sehen und auf von dir geteilte Zoos und Baupläne zugreifen können. Ich mache natürlich in Deutschland. Ja. Bist du sicher? Du kannst die Position später ändern? Dann ist es ja egal, ob ich sicher bin oder nicht. So, willkommen bei Planet Zoo. Karriere, Franchise, Herausforderung oder Sandbox? Ich werde auf jeden Fall erstmal... Warte, Eye of the Tiger. Ah, genau, das habe ich mitbekommen, dass es ein paar... Also es gibt halt so... wie sollte ich sagen, ne? Also hier steht ja noch 5 Tage und man muss dann wahrscheinlich die Tiger auswildern oder freilassen. Also züchten und freilassen. Und das gab es bei der Beta auch schon, dass man das mit den Löwen macht. Genau, aber genau. Dann mache ich mal die Heimschule-Tutorial und dann machen wir hier mal einfach die Karriere. Und dann später, wenn ich ein bisschen mehr Ahnung habe, machen wir dann unseren eigenen Zoom, würde ich sagen. Gut, neu starten. So. Ich bin mal gespannt. Also wir können, oder ich kann mal in der Quali, in der Grafik noch das besser einstellen. Weil ich glaube, die Qualität ist schon. Die wird schon auf die Grafikkarte angepasst sein. Ah, hi, Rat, immer du. Oh, tut mir leid. Ich spreche immer mal wieder versehentlich Blanco. Mhm. Freut mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Bernard.
Aber ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Nur meine Frau nennt mich Bernard. Und das auch nur, wenn ich unsere Teppiche mit Elefantenmist beschmutze. Ja. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause an. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe und ich bin sehr stolz auf ihn. Und auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung und da kommst du ins Spiel. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Sie arbeitet hart und das wird sie von dir auch erwarten. Aber bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich. Du weißt schon, was ich meine. Hallo, dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Gut, ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Aber bevor wir mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt und zeige dir, wie man in ihm herumfliegt und unsere wunderschönen Tiere besucht. Statten wir doch zuerst den Grizzlybären in ihrem Gehege einen Besuch ab. Ja, ich würde mal, genau, WASD ist ganz normal. Rechtsklick ist so, Mausrad ist so. Oh. Wusstest du, dass der Winterschlaf von Grizzlybären, auch Ursus Arctos Horribilis genannt, bis zu 7 Monate dauern kann? Andererseits würden viele Menschen bestimmt auch gerne so lange schlafen, wenn sie könnten. Ja, ich weiß nicht so recht. Wähle einen der Bären aus und das Infofenster öffnet sich. Bär? Bär? Wo sind die Bären? Da oben oder was? Hä? Warte. Ja. Willst du mich verarschen? Ja. Okay. Komm mal wieder runter. Ist das lustig? So, jetzt. Hier erhältst du die verschiedensten Informationen über dein Tier, wobei das Gesamtwohlbefinden für dich am wichtigsten sein wird. Du lernst heute noch mehr über das Wohlbefinden der Tiere, wenn wir uns mit deinen Zielen beschäftigen. Aber erfreuen wir uns erst einmal an diesem wunderbaren Tier. Wähle die Kamera im unteren Bereich des Infofensters aus. Auf diese Weise kannst du deine Tiere wunderbar aus der Nähe beobachten. Mhm. Mit einem Doppelklick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert. Okay, wenn du bereit bist, sollten wir uns auch die Löwen auf der anderen Seite des Zoos ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Ist ein bisschen, der packt hier ein bisschen rum. So, jetzt hat er es geschafft. Ja, wunderbar. Ein guter Start. Aber es sieht einfach cool aus. Achso, der geht jetzt schon. Schon cool. Gut. Ich will kurz mal schauen. Einstellungen. Grafik. Wasserspiegelung. Warte. Wieso ist das nur Mittel? So, das ist hoch, das passt. Hoch. 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 Ultra. Hoch. Sehr hoch. Passt. 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 Gut. So. Jetzt wird doch ein Schuh draus. Gut, Löwengehege, da hinten geht's weiter. So.
So. Der Panthera Leo Leo oder für dich und mich der Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen Katzen und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Komm, begeben wir uns zu einem leeren Gehege und schauen, was es da zu tun gibt. So. Brüllant, ne? Finde das leere Gehege. Na, dann schauen wir mal hier. Das ist ein netter Bereich für Tiere, aber etwas fehlt noch. Naja, zwei etwas, um genau zu sein. Warzenschweine. Deshalb möchte ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Ah, da unten. Sehr gut. Ah. Zwei prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Klicke sie an und wähle Aufnehmen im seitlichen Menü aus. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren, aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte gelehrt. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Gut. Wenn du ein Tier aufnimmst, wird es automatisch in der Tieraufbewahrung platziert. Wo es aufbewahrt wird, bis du bereit bist, es seinem neuen Zuhause zuzuführen. Oh. Und das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? Ja, oder? Ja. Wenn du einem Tier ein Gehege zuweist, gehen deine Zoopfleger zum Handelszentrum, holen das Tier ab und bringen es zu deinem ausgewählten Gehege. Ich habe den Standort des Handelszentrums markiert. Sehen wir uns an, was die Zoopfleger jetzt machen. Da. Wie du sehen kannst, sind unsere Zoopfleger richtig fix. Sie bringen diese Tiere so schnell wie möglich an ihr Ziel. Natürlich müssten wir Tiere normalerweise in Quarantäne halten, bevor wir sie in ein Gehege verfrachten können. Aber ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, dass diese Warzenschweine kerngesund sind. Gut, dann sollten wir jetzt das Gehege der Warzenschweine fertigstellen, damit sie sich dort rundum wohlfühlen. Jedes Tier im Zoo hat nämlich einen Gesamtwohlbefindenwert, der im Wesentlichen aussagt, wie zufrieden es ist. Und dieser Wert setzt sich aus vier verschiedenen Bereichen zusammen. Ernährung, soziale Gesundheit, Lebensraum und Beschäftigung. Zum Glück musst du ein Tier nur auswählen, um sein Wohlbefinden-Infofenster zu öffnen, das wir bereits gesehen haben, und schon weißt du, wie es ihm geht. Auf diese Weise erfährst du, um welche Bereiche du dich kümmern musst. Keine Sorge, wenn das im Augenblick noch zu viele Informationen sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. Kümmern wir uns zuerst um den Ernährungszustand der Warzenschweine. Dazu müssen wir eine Futterstelle und eine Trinkstelle platzieren. Jedes Tier benötigt eine andere Futterstelle und für die Warzenschweine ist das ein kleiner Futtertrog. Fügen wir den doch hinzu und eine Wasserschüssel platzieren wir bei dieser Gelegenheit auch gleich. Ah, okay. Also Wasser. Machen wir es mal hier hin. Und Futter. Tiere brauchen Abwechslung zum Wohlfühlen. Fügen wir ein herrliches Schlammbad für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Dieses Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden bzw. den Beschäftigungsspielzeugwert. Vielleicht ein bisschen vorne, damit die Leute das auch sehen. Gut gemacht. Du bist ein Naturtalent. Wow. Nun, unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg, deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Es befindet sich drüben neben den Flusspferden. Aber die sind doch noch nicht zufrieden hier. Ja, egal. Das mache ich dann später. Da. Bitte, zu. Nee, Strauß, nicht V. Strauß. Oh, bevor du aber anfängst, das Straußengehege zu bauen, solltest du das Spiel pausieren. Klicke dazu einfach auf die Pause-Taste in der rechten unteren Ecke. Da. Ah, so mag ich das. Eine kleine Pause.
Manchmal ist es einfach gut, das Spiel zu pausieren, wenn man etwas tut, das viel Konzentration erfordert. Dann geht im Zoo nämlich nicht alles drunter und drüber, wenn du gerade nicht hinschaust. Lassen wir das Spiel pausiert, bis wir das Straußengehege fertig haben. Zuerst müssen wir hier einen Pflegeeingang hinzufügen, bevor wir den Zaun fertigstellen. Jedes Gehege muss einen Pflegeeingang haben. Wie sollten die Pfleger sonst zu den Tieren gelangen? Achte aber darauf, dass der Pfad anschließt, damit ihn die Pfleger erreichen können. Okay, Barriere. Ach so. Gut. Stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. Ziegelmauern sind aber nicht sehr schön. Ja. Das kann man doch sicher auch kleiner machen. Ah! Warte, Länge. So, jetzt. Nee. Warte. In die Steuerung. So. Gut gemacht. Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, bevor du darin Tiere platzieren kannst. Ja. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können, zumindest nicht ohne Stehleiter. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas ersetzt, damit die Gäste etwas sehen können. Erledigt. Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Wenn du die Sichtgelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte. Nun müssen wir nur noch eine Spendenbüchse hinzufügen. Denn wenn die Besucher Spaß beim Beobachten eines Tieres hatten, werden sie etwas spenden. Achte darauf, dass du sie an leicht erreichbaren Orten wie Aussichtspunkten platzierst. Spendenbüchsen gehören zu den Haupteinnahmequellen des Zoos und sie sollten ein absolutes Muss für dich sein. Okay. Also, bevor wir unsere Strauße aufnehmen, solltest du auf die Spielen-Schaltfläche klicken. Denn wenn das Spiel pausiert ist, dann gilt das auch für unsere Zoopfleger. Und dann wird es etwas kompliziert, die Strauße abzuliefern, oder? Außerdem kannst du das Spiel nicht nur pausieren, sondern die Spielgeschwindigkeit auch mit der Schnellvorlauf-Schaltfläche erhöhen. Dann vergeht die Zeit doppelt oder fünfmal so schnell. Das ist besonders nützlich, wenn du auf Geld wartest oder darauf, dass Tiere in deinem Gehege eintreffen. Ich persönlich nutze es, damit der Kaffee schneller fertig wird. Wie dem auch sei. Höchste Zeit, dass wir diese Strauße aufnehmen, oder? Holen wir uns doch 4 für hier. 4? Okay. Dann aufnehmen. So. Verschieben. Während wir warten, dass sie von den Zoopflegern abgeholt und zum Gehege gebracht werden, solltest du es für sie vorbereiten. Füge jeweils eine geeignete Futter- und Wasserstation hinzu und einen passenden Beschäftigungsfutterspender. Es empfiehlt sich, Beschäftigungen und Futterstationen in der Nähe des Gehegezauns zu platzieren, damit die Besucher gut hinsehen und die Tiere beobachten können. Kann man das drehen? Winkelausrichtung. Nee. Wie kann man das drehen? Verdammt. Rechtsklick? Nee. Das auch nicht. Positionsausrichtung.
Ich bin froh, dass die Strauße jetzt einen Ort haben, an dem sie sich richtig austoben können. Wusstest du, dass sie bis zu 70 Stundenkilometer schnell laufen können? Das wusste ich zufällig. Hoffentlich reißen die nie aus. Wenn die geblitzt werden, die Bußgelder würden uns ruinieren. Echt jetzt? Ernie ist auf alle Fälle begeistert. Hat er seinen Blitzerwitz gemacht? Echt, jedes Mal, wenn wir einen Strauß kriegen. Nun, da wir jetzt das Leben der Strauße verbessert haben, könnten wir das für die Pfleger doch auch machen, oder? Wir sollten eine Tierpflegerhütte bauen, damit sie die Strauße und Flusspferde leichter füttern können. Die Tierpfleger bereiten dort das Futter für die Tiere vor. Deshalb sollten die Hütten in Gehegenähe platziert werden. So verschwenden die Tierpfleger keine Zeit mit langen Wegen. Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Warte, ich kann nichts lesen. Ja. Tierpflegerhütte. Du musst die Tierpflegerhütte drehen, um sie mit dem Weg zu verbinden. Okay. Okay, Y. Alles klar. Und... Diese Tierpflegerhütte bietet nur Platz für eine Person. Aber in der größeren Tierpflegerhütte kann das Futter gleichzeitig von mehreren Pflegern vorbereitet werden. Oh, aber Tierpflegerhütten und andere Mitarbeitereinrichtungen sollten nicht in stark besuchten Bereichen platziert werden. Die Besucher sehen Einrichtungen nicht gerne und das kann sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Negativ, falls das nicht klar war. Alle Einrichtungen, Läden und viele andere Objekte benötigen Strom. Zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? Jetzt ist alles blau geworden, weil du die Strom-Heatmap nutzt. Diese Karte zeigt an, was in deinem Zoo mit Strom versorgt ist und was nicht. Wenn du deinen Transformator platziert hast, kannst du links unten klicken, um sie wieder auszublenden. Ausgezeichnet! Jetzt können die Tierpfleger die Hütte nutzen, um Futter vorzubereiten. Und weil du sie so gut positioniert hast, müssen sie es nicht weit tragen. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu, den Königstigern. Wir möchten welche aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Ja, hier. Alles klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten, aus Beton und Glas. Oha. Mach dich an die Arbeit und baue es. Aber achte darauf, dass das große Loch mit drin ist, das wir gegraben haben. Und die Umzäunung braucht natürlich einen Gehegeeingang. Oh, und achte darauf, dass die Besucher die Tiger sehen können. Okay. Also zuerst Beton. Ui. Kann ich das irgendwie mit einer Taste machen? Das wäre nämlich ziemlich nice. Ja, wahrscheinlich nicht. So. Blockiert. Warte mal. So, jetzt halt. Ein bisschen so. Dann so. Dann weiter. Das wäre viel einfacher so. Hier. Okay, da könnt ihr halt rüberspringen, ne? Gut, dann machen wir ein Wärter-Ding. Bernie achtet sehr auf die Sicherheit seiner Zoos. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können, oh, oder ja. Nicht? Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung anpassen. Okay. Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Dafür musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken.
Super. Markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Dazu musst du nur klicken, um das Gehege-Umzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Okay. Das da, das da, das da. Nein! Ah, verdammt. Das ist ja dämlich. Also, wenn man so zielsicher ist wie ich, ist das ein bisschen unhandlich. Aber vielleicht gibt es dafür dann auch eine Taste. Hoffe ich auf jeden Fall. So. Nun hast du den gesamten Gehegeumriss markiert und kannst die Höhe der Barriere verändern, indem du das entsprechende Werkzeug nach oben ziehst. Stelle die Höhe auf mindestens 3,7 Meter ein. Ah, warte. Höhe. Vier Meter. Da das Gehege jetzt fertig ist, können wir Spendenbüchsen in der Nähe der Aussichtspunkte aufstellen. Wir brauchen jedes bisschen Geld, das wir kriegen können. Besonders die Tiger kriegen wir mit Fertignudeln nicht satt. Was? Fertignudeln? Oh, was ist mit der falsch? So. Auf jeden Fall werde ich hier erstmal Glas bauen. Und hier die... Die da werden auch aus Glas... So. Ist das Glas? Das ist kein Glas, oder? Wieso will der kein Glas machen? Habe ich kein Geld? Doch, ich habe doch Geld. Will er nicht. Okay, das sieht dämlich aus. So, so ist es besser. Gut, Spendenbüchsen. Kommt sofort. Kommt sofort. Hier. Dann mache ich einmal hier an die Ecke. Gut, die Einfassung ist fertiggestellt, und? Der Gehegeeingang ist auch da und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Ich glaube, Mitte. Wir können jetzt einige Tiger aufnehmen. Okay. Die Handel. Tiermarkt. Ah, 12.000, krass. 10.000. Ja, okay, es sind halt Tiger. Gut. Dann würde ich sagen, nächste Runde holen wir uns die Tiger in dieses tolle Gehege. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es wird auf jeden Fall spannend. Und also ich freue mich schon tierisch drauf. Während die Tiger von unseren verlässlichen Zoopflegern abgeholt werden, sollten wir das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Genau. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Platziere eine passende Futterstation für sie. Ja, gleich. Gut, auf jeden Fall, ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Sie so war kein Trainer.